In diesem Video zeige ich dir, wie du schnell und einfach eine Fantasieblume aus Blütenpaste herstellst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und heute habe ich wieder ein Kurzvideo für euch. Diese Blume stelle ich mir mit einem Ausstecherset her. Man sieht es, die Blume, also der Ausstecher wird immer kleiner, der ist vierteilig. Links habe ich mir Blütenpaste ausgewählt und oben bin ich bereits die größte Größe am Ausdünnen. Ausdünnen funktioniert so, indem ich so ein Schaumpad nehme und auf die Blütenpaste drücke und auf das Schaumpad, also auf beiden Kanten parallel. Dann kräuselt sich die Blume oder jetzt hier das Blatt ein wenig hoch und gibt natürlich eine sehr gute Wirkung. Da gibt es x Techniken, es gibt mit dem Balltool, es gibt Kreisbewegungen, es gibt hin und her fahren, dann gibt es noch Zahnstochertechnik oder so mit einem Kegel kannst du auch ausdünnen, da gibt es wirklich sehr viele Varianten. Jetzt oben links lege ich mir die Blumen zum Trocknen und das mache ich hier in einer Silikonform. Falls du keine so Silikonform hast, was ich annehme, was die meisten sind, dann kannst du auch im Supermarkt, wo die Orangen drin liegen, das sind so Kartoneinlagen, Pappeinlagen, die gehen auch herrlich. Die habe ich auch vorher immer benutzt. Die kannst du dir dort kostenlos abholen. Die sind sogar froh, wenn sie das Zeug los sind. Die funktionieren herrlich und da kannst du dir so Blumen zum Trocknen legen. So ein kleiner Tipp von mir. Ja, ich dünne aus, werde immer kleiner, das heißt, und die Löcher oder die Einlagen, die sind natürlich irgendwann zu groß und daher habe ich mir da ein Stück Papier eingelegt, damit ich auch hier die Blume wirklich schön der Größe anpassen kann. Das Ganze lasse ich trocknen für mehrere Stunden, am besten über Nacht. Und kann mir dann das so zusammensetzen. Ich habe mich jetzt auch kurzerhand entschieden, nur drei zu nehmen. Also drei Blätter. Und das Ganze setze ich so zusammen, indem dass ich etwas Royal Icing auftrage. Denn das Ganze ist ja hart und etwas gebogen. Dann kann ich mir das so zusammensetzen. Ich schaue auch immer, dass das Ganze natürlich auch versetzt aufeinander liegt, dann wirkt es auch noch etwas authentischer. Das ist jetzt eine Fantasieblume, die mache ich am liebsten, denn ich muss eigentlich nur darauf achten, dass die gut aussehen, der Rest ist mir hier eigentlich egal. Ich mache nicht so gerne wirklich die echten Blumen nach, das geht mir alles viel zu lange. Ich habe da zu wenig Geduld, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber wenn ihr echte Blumen sehen wollt, dann müsst ihr mal den Kanal von Claudia von Ofenkika anschauen. Die macht da wirklich geniale Sachen. So viel dazu. Das Innenteil, das strukturiere ich mir jetzt hier noch mit so einem Tool durch und gebe dann noch etwas Glitzer oben drauf. Das Ganze, wenn ich da zufrieden bin, dann etwas Glitzer oben drauf, dann glänzt es noch. Du kannst in die Mitte noch einige Perlen eindrücken, wenn du magst. Ist kein Muss. Wurde jetzt hier so verlangt und darum habe ich es auch so gemacht. Dann das Anbringen der Blüte, das mache ich hier auch mit Royal Icing. Da musst du ein wenig Geduld haben, wirklich erst die Hand loslassen, wenn die Blume natürlich hält. So, jetzt noch etwas anderes, das war es auch schon mit diesem Kurzvideo, ich hoffe, du konntest was lernen, denn ich bekomme immer wieder eigentlich dieselben Fragen und zwar geht es da eigentlich von A bis Z eigentlich darum, wie ich eine Größe berechnen kann, eine Torte, was ich denn machen muss, wenn ich auf einmal eine viel größere Torte herstellen will und so weiter und so fort. Und dazu habe ich mich entschieden, mal einen richtigen Kurs zu machen, einen Videokurs. Ich nenne ihn den Fondant-Torten-Masterkurs, denn dort
lernst du wirklich von A bis Z, von Grund auf, wie du eine Torte herstellst. Du kannst mir über die Schultern schauen, mehr noch, ich nehme dich an der Hand. In 10 Lektionen und einer Bonuslektion gehe ich Schritt für Schritt durch, auf was es ankommt. Du bekommst gute Rezepte, du bekommst Checklisten und sogar Umrechnungstool, wie du Teige hochrechnen kannst oder Massen oder natürlich auf deine Größe, wie du sie dann möchtest, anpassen kannst. Den Kurs habe ich erstellt und der ist jetzt frisch ab Presse sozusagen. Da habe ich auch noch kein Wort darüber verloren. Du bist jetzt der Erste, der es erfährt. Und ich habe auch noch ein Spezialangebot, denn ich gebe momentan die 3. Lektion des Fondant Master Kurses gratis. Du kannst jetzt noch das Outro schauen. Dort ist alles erklärt. Ich wünsche dir viel Spaß. Freue mich, dich wiederzusehen. Bis zum nächsten Video. Dein Marcel. Um noch mehr über Fondant-Torten zu lernen, klicke jetzt auf den Button oder in der Beschreibung, um eine kostenlose Lektion meines neuen Fondant-Torten-Masterkurses zu erhalten. In dieser Lektion bekommst du ein Torten-Umrechnungstool, mit dem du Teige berechnen kannst, Checklisten, welche Tortengrößen wie viele Portionen ergeben und vieles mehr. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere doch am besten den Kanal oder gib mir einen Daumen hoch. Teile dieses Video mit deinen Freunden oder die daraus einen Nutzen ziehen können. Vielen Dank für deine Unterstützung, dein Marcel.